Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog. Nummer 20, Schatz, Nummer 20. Immer RSH aufmachen hier. Oh, das nervt mich echt. Ja, der 20. Bauvlog. Halleluja. Ich habe noch gar nicht die Kommentare gucken, was ihr geschätzt habt, wie viele wir noch haben werden. Oh, das ist interessant. Schauen wir mal nachher mal. Felix ist auch dabei. Hi. Und er schraubt hier gerade im Flur die Decke noch. Da fehlt noch zwei Platten hier, seht ihr. Das hat er gerade die eine gemacht. Es kommt dann noch eine hin und dann ist das auch zu hier. Und wir haben sehr, sehr lange nicht mehr gefilmt, weil ich die letzte Zeit eigentlich nur mit Streichen und so verbracht habe. Und deswegen, das interessiert euch irgendwie nicht mehr. Also wird, glaube ich, langsam langweilig, wenn ich nur streiche oder spachtel oder so. Und deswegen haben wir ein bisschen Pause gemacht, was Bauvlogs angeht. Aber heute dachte ich, nehmen wir euch nochmal mit, weil es passiert schon doch ganz schön viel. Und nicht getroffen. Nee. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal alles, was wir schon gemacht haben. Also wie gesagt, Felix schraubt hier gerade die Platte ran. Und wir sind hier gerade im Flur. Seht ihr ja mit der Treppe. Und Felix hat hier gerade grundiert. Hier glaube ich noch ein bisschen besser. Also er hat hier einmal erst geschliffen natürlich und dann grundiert. So sieht das dann aus. Ist hier oben alles schön grundiert. Hier sieht es aber schön gespachtelt aus, ne? Oder? Guck mal, das sieht voll gut aus. Sehr schön gespachtelt. Warte mal, wer hat da gespachtelt? Ich. Ach so. Du hast einmal. Ich habe das zweite und dritte Mal. Ja. Oder dreimal gespachtelt? Ja. So, und hier sind wir in der Küche. So sieht die Küche gerade aus. Das Grüne kennt ihr ja, glaube ich, schon. Und Felix hat jetzt hier gestern noch die Balken geschliffen und angemalt. Also die sind jetzt hier wie in der gleichen Farbe wie oben. Und ich finde, das macht einiges her wegen der weißen Wand. Ich finde, das sieht so mega gut aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vorher besser fand oder jetzt besser findet. Ich finde es jetzt auf jeden Fall viel, viel besser. Und ja, ich finde, wie findest du das? Findest du es besser oder? Was denn? Die Balken von der Farbe her. Ich finde, das passt mit dem Weiß so gut. Fällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier haben wir eben die grüne Wand. Die hätte ich gar nicht erst streichen brauchen, weil die sieht sowieso wieder total kacke aus. Aber das ist egal. Das machen wir nochmal. Ich habe jetzt das Fenster hier noch eingespachtelt, wie ihr seht. Und wir haben auch eine Fensterbank, die kennt ihr auch noch gar nicht. Die ist natürlich total, total dreckig, weil Maggie das nicht abdecken kann, wenn sie hier arbeitet. Aber ich sehe es selber ein. Ich mache das auch wieder sauber. Und schön das hier. Oh Mann, ey. Ich bin ja auch bescheuert. Naja, ich mache das wieder sauber. So, also ich habe das Fenster eingespachtelt. Hier müssen nämlich immer so Schienen ran. Die seht ihr hier. Seht ihr noch den leichten Schatten? Da oben seht ihr es auch, ja. Hier auch noch ganz viel. Alles ab. Ja, also hier müssen so Schienen rein, damit der Rehgips nicht abbricht. Und ja, das heißt, hier ist jetzt frisch gespachtelt. Schon das dritte Mal. Und das wird dann noch geschliffen und dann können wir hier auch wieder grün malen und hier oben eben noch weiß malen. Und dann ist der Fensterbereich auch fertig. Und ich habe jetzt gerade noch ein paar Ecken ausgebessert. Einmal hier oben so, da war noch so ein bisschen, das sah einfach ein bisschen kacke aus, sage ich mal. Da oben die Ecke, da war noch ein bisschen zu viel Spachtelmasse, da war noch so ein kleiner Fleck übrig. Das habe ich jetzt einmal alles abgekratzt, Acryl nochmal rausgekratzt, alles nochmal neu gemacht. Hier auch. Da haben einfach einige Ecken, wo ich jetzt so ein bisschen was abgekratzt habe. Da müssen wir nochmal rüber streichen und dann ist das auch wieder gut. Aber ein paar Sachen, die einfach noch gestört haben. Genau da oben zum Beispiel an der Decke haben wir so hässliche Flecken. Die müssen alle noch abgekratzt werden, beziehungsweise geschliffen werden. Da ist auch noch ein. Ich glaube, das seht ihr gar nicht, aber sieht ganz, ganz schrecklich aus. Hier sieht auch schon zweimal gestrichen die Decke. Die muss aber auf jeden Fall noch einmal gestrichen werden. Man sieht hier einfach noch so kleine Ecken, wie ihr seht. Aber sonst sieht das Ganze schon mal ganz gut aus. Ist natürlich noch abgeklebt, also nicht wundern. Genau, das habe ich auch gerade die ganze Zeit gemacht. Alles einmal abgekratzt und so. Ja. Und das ist im Moment so der Stand der Dinge. Sonst haben wir nichts anderes, glaube ich, gemacht. Ich habe draußen grundiert, dann habe ich hinten die Wand gemacht. Die hast du noch nicht gezeigt? Doch, die habe ich schon gezeigt. Ist es wieder schon oben? Nee, aber ich habe das letzte Mal trotzdem schon mal gezeigt. So, mein Lieben, ich bin wieder auf der Baustelle, habe hier einen Besen zur Hand, dann hier einen Pinsel zur Hand und werde jetzt hier ein bisschen weitermachen. Wir müssen ja noch
ein paar Ecken ausbessern und das Fenster schleifen und auch malen. Und genau, ich werde jetzt hier also die Ecken ausbessern. Da oben sieht man das zum Beispiel. Und dann passt vielleicht gerade die Kleine auf. Dann müssen wir auch schon was zum Kinderhaus. Genau, aber das werde ich jetzt erstmal machen. Jetzt brauche ich hier ein Schleifpapier hier. Und werde dann loslegen mit dem Fenster. Ich mache mal das Fenster auf. Dann staubt das gleich nicht so toll hier drinnen, sondern eher draußen. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich habe fertig. Einmal hier geschliffen, grundiert, Acryl gemacht und direkt weiß gemalt das erste Mal. Das trocknet jetzt. Also hier seht ihr in den Ecken schön Acryl gemacht. Hier unten auch. Tada! Und halt wie gesagt einmal komplett weiß gemalt. Davon sieht man jetzt noch nicht so viel. Aber das kommt noch. Und dann habe ich hier die ganzen Ecken, alle Ecken einmal weiß gemalt, überall komplett einmal rum. Hier noch so kleine Sachen ausgebessert. Und hier auch überall einmal komplett rum, alle Ecken nochmal gemalt. Ja, und jetzt gehe ich runter, weil wir müssen auch gleich los zum Kinderarzt. Und dann geht es nachher hier weiter. So Leute, wir haben sehr, sehr viel geschafft. Und das möchte ich euch jetzt erstmal zeigen. So, wir befinden uns am Eingang der Küche und das erste, was ihr seht, wir haben einen Fußboden drin. Ja, sieht jetzt sehr hell aus. So sieht das Ganze aus. Und nicht nur, dass wir den Fußboden drin haben, wir haben die Wände komplett fertig. Ich weiß nicht, ob Maggie euch das schon gezeigt hatte, jetzt sind sie auf jeden Fall komplett weiß. Jeder kleinste Pickel ist weg. Und hier haben wir ja die grünen Aspekte, die nachher das Küchenschild bilden. Genau, Balken sind gestrichen. Ich denke mal, das habt ihr schon gesehen. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Wir fangen nämlich schon an, die Küche zu montieren. Genau, das wäre jetzt einmal schon den Eckschrank, den wir aufgestellt haben. Das haben wir jetzt gestern Abend noch gemacht, weil wir haben den Fußboden gestern Abend gelegt, ich und Ralf. Das ging irgendwie bis 0 Uhr ungefähr. Dann haben wir noch die Küche hingestellt. Also das, was wir jetzt hier hatten, bis wir den Abend gegessen haben und dann schlafen gegangen sind. Und dementsprechend haben wir jetzt Eckschrank, den zukünftigen Kühlschrank und den Backofen. Wobei ich gerade glaube sogar, dass das verkehrt herum ist. Nee, das ist richtig rum. Okay, die Tür geht nach links auf, das ist komisch. Naja, besser als nach rechts. Genau, die haben wir auch jetzt hier. So wird die Küche nachher aussehen. Das ist im Prinzip einmal so ein, ja, ich würde schon fast sagen, so ein Eicheton mit einem Dunkelgrau. Ich denke mal, das macht sich ganz gut in den Raum auf mit dem Küchenschild nachher. Genau. So sieht das denn zukünftig aus. So, außerdem habe ich hier unten in den Chaos angefangen, die Wand von dem Badezimmer zu stellen. Im Prinzip jetzt erstmal nur zwei Dachlatten, die nachher dann im Prinzip die Tür eingrenzen, das wird im Prinzip die Tür davon. Ich habe auf der anderen Seite im Prinzip die Küchenwand von der anderen Seite gedämmt. Im Prinzip, dass die Küche jetzt auch schon fertig gedämmt ist und wir hier auch bald schon zumachen können, sobald Kabel drin sind. So, und ich habe hier im Flur im Prinzip den kompletten oberen Bereich, ne, also im Prinzip bis zur Balkenlage, einmal komplett weiß gestrichen. Genau, das ist jetzt im Prinzip der erste Anstrich. Da kommt noch ein zweites Mal, aber für den ersten Anstrich sieht es ja schon sehr, sehr gut aus, bis auf da oben die Ecke. Das liegt daran, dass da noch ein bisschen Acryl gemacht werden muss. Ansonsten finde ich, dass ich das fürs erste oder zweite Mal richtig alleine streichen, weil sonst macht Maggie das ja immer, sehr, sehr gut hingekriegt habe. Genau, also im Prinzip ist jetzt für mich jetzt die Aufgabe heute mit Maggie zusammen und eventuell auch mit Ralf nachher, je nachdem, was wir schaffen, die restlichen Küchenmöbel auszupacken. Das ist ja doch nochmal ein ganz schöner Schwung, weil die Küche geht im Prinzip ja nicht nur, wie sie jetzt hier steht, der kommt weiter ran,
dass das alles ein bisschen in der Ecke steht. Dann kommt da nämlich noch ein Meterschrank rein, da ist ein Schubladen mit Besteck und sowas drin. Und daneben ist noch so ein kleiner schmaler Schrank, ein 30er Schrank für Töpfe beispielsweise. Und auf der Seite kommen ja auch noch drei 60er Schränke, von dem einer, der das die Spülmaschine ist und darüber dann natürlich die Spüle. Und ganz links ist dann nochmal ein 30er Abschlusselement, sprich, dass die Seite auch noch zu ist. Und dann haben wir noch drei Hängeschränke, die jeweils links und rechts vom Fenster kommen und einer hier in die Ecke, da. Genau, bis wir das haben, dauert das ja auch noch einen kleinen Augenblick. So, meine Lieben, Felix hat einiges geschafft. Schaut mal, die Küche steht eigentlich schon so fast. Also die Küchenmöbel stehen an richtiger Stelle, sie sind alle eingestellt, also die Füße und so ist alles gerade. Hier alles, ne, schön einheitlich, auch alles verschraubt schon hier. Also hier fängt das sozusagen an, ein kleiner 30er Schrank ist das, da haben wir jetzt gerade die Einlegeböden reingemacht. Das ist alles natürlich noch dreckig, es wird alles noch gereinigt, keine Sorge. Hier haben wir auch nochmal einen Schrank, das ist ein 60er Schrank. Hier ist ein Loch, da kommt die Geschirrspülmaschine, die steht hier. Sieht man nicht so viel von, aber es ist eben eine Geschirrspülmaschine, extra leise. Haben wir beim Kauf drauf geachtet. Hier ist der Spülenunterschrank sozusagen, deswegen sind da keine Böden drin, der ist aber auch 60 breit. Hier sind ja auch die Anschlüsse dafür. Hier haben wir einen Eckschrank, der hat eigentlich noch diese Tür. Und dann kann man den hier so ums Eck aufmachen. Das ist kein Karussell, glaube ich, nennt man das, weil das wäre übertrieben teuer bei so einer Küche. Und deswegen haben wir das nicht. Hier haben wir auch gerade den großen Einlegeboden reingemacht. Also haben wir zwei Fächer für die Töpfe. Dann haben wir hier den großen 1-Meter-Schrank. Hier ist dann zum einen Geschirrfach, unser Besteckfach sozusagen. Da haben wir extra hier dieses Plastik mitbestellt, sage ich einfach mal. Super teuer bei Nolte, ich glaube 80 Euro oder so. Also ziemlich teuer so ein Einsatz hier. Haben wir aber auch mit dazu genommen, weil es dann eben einfach komplett passt. Und Felix macht jetzt hier gerade die Griffe dran. Und wow, die sind echt schön. Die haben wir uns extra natürlich ausgesucht, weil die standardmäßigen haben uns einfach nicht gefallen. Und deswegen haben wir diese hier genommen. Und die sehen mega schön aus. Alter, das sieht mega aus. Guck mal. Wow. Also das sind die Griffe. Hast du ja auch ausgesucht. Ja. genau, ich mag dieses Eckige total gerne. Ich finde, das passt auch total. Also hier haben wir diese kleine Besteckschublade. Dann haben wir hier eine große und die gleiche haben wir auch nochmal da unter. Hier kommt auch das Zaranfell drauf. Deswegen haben wir hier so eine Dings. Hast du und das Ding schon, der zeigt unsere Spüle? Ja, die zeige ich auch gleich. Hier sind unsere Spüle drin. Hier haben wir noch so einen kleinen 30er Schrank wie am Anfang. Und dann haben wir hier den Kühlschrank. Der ist natürlich noch nicht drin, aber hier ist schon mal das Fach für den Kühlschrank. Hier unten haben wir auch noch einen Schrank. Der geht nur ziemlich schwer auf ohne Griff. Hier haben wir auch noch einen Schrank. Und hier haben wir noch so eine kleine Schublade. Da kommt jetzt zum Beispiel Alufolie und so rein. Denn hier oben kommt der Herd rein in dieses Ding. Und dann haben wir hier eben Alufolie und so. Finde ich, gehört immer so dazu. Wie gesagt, hier unsere Spüle. Hier sind die zwei Oberschränke noch. Hier ist schon unsere Arbeitsplatte. Und Felix macht hier weiter die schicken Dings. Wenn du machst du mal runter, kann ich dir mal zeigen. Die alle einzeln eingepackt. Mhm. Oh, edel. Was für ein Müll. Die sehen auch gut aus. Die sehen mega gut aus, ja. Haben wir ohne Aufpreis dazu bekommen. Also wir. Standardmäßig waren glänzend. Ja. Das sind jetzt diese verchromten, ne? Ja, die anderen waren auch so ein bisschen runder, nicht so eckig. So, hier haben wir unser Plastikmüll. Alles natürlich schön trennen hier auf der Baustelle. Hier ist zum Beispiel Pappe und auch ein bisschen Plastik, müssen wir noch sortieren. Und genau, ich wollte euch jetzt einmal kurz die Spüle zeigen. Und zwar haben wir uns auch extra ausgesucht. Oh mein Gott, Leute, ist die nicht so schön. Ist so ein richtig schönes matt-schwarz. Ein Einbecken-Beckenwasch. genau, hier haben wir die ganzen Anschlüsse noch dabei. Aber so sieht eben die Spüle aus. Mega schön, haben wir extra dazu gekauft. Ich glaube 200 Euro oder so. Ist hier von Blanco, glaube ich, heißt die Firma. Ne? Genau, Blanco.
Genau, habe ich schon immer gesagt, wenn ich eine Küche habe, dann will ich eine dunkle Spüle haben in diesem Design. Also so, ja, sieht aus halt wie Stein, ne? Und bevor jetzt alle Leute sagen, wir haben zu viel Geld und geben es so für unnötige Sachen aus, nein. Weil die alte, die da drin war, können wir für den gleichen Preis wieder verkaufen. Es war halt sozusagen ein 1-zu-1-Tausch. Ja, also bei der Küche hatten wir sozusagen alles dabei. Wir hatten einen Herd, wir hatten ein Ceranfeld, wir hatten die Spüle dabei. Nur die Geschirrspülmaschine nicht, die haben wir sowieso extra gekauft. Aber mir hat zum Beispiel, oder uns hat einfach nicht der Herd gefallen und auch das Ceranfeld nicht. Ich wollte schon immer ein richtig großes Ceranfeld haben. Und das Standardmäßige, was bei der Küche dabei war, war einfach sehr klein. Dieses ganz normale viereckige, halt eben, wie man das so kennt. Und auch die Spüle war eine ganz normale Edelstahlspüle, die hat mir einfach auch nicht gefallen. Und ich wollte schon immer so eine haben. Und wenn man schon so viel Geld für eine Küche ausgibt, dann soll auch wirklich alles passen und nicht, dass man reingeht und denkt, ich hätte aber gerne. Und deswegen haben wir gesagt, okay, von Anfang an machen wir alles so, wie wir es haben wollen. Deswegen kommt diese Spüle, 200 Euro extra, aber die andere verkaufen wir. Genauso wie den neuen Herd, der steht hier unter, genau. Das ist der Herd, der ist von AEG, alles ein Gammel. Jetzt macht Felix hier weiter. Die Griffe sehen sehr, sehr schick auf dem Holz. Ja, muss ich mal gucken, wie das aussieht auf Holz. Der Akku ist leider leer. Aber ich zeige euch das noch kurz. Hier seht ihr das einmal. Oh, das sieht echt gut aus. Auch hier, das sieht mega gut aus. Oh, ich freue mich schon. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Ja. Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Das sieht einfach Hammer aus. Und warum geht ihr jetzt auf die Küche ab? Weil wir mal wieder ein schönes Erfolgserlebnis bei der Bude haben. Ich finde, das ist ein richtiger Meilenstein. Sag ich immer wieder. Das ist ein richtiger Meilenstein, so eine Küche aufzubauen. Ja. Das ist einfach nur Hammer. Und man freut sich einfach total, dass man endlich hier drin kochen kann und so. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Ich entlasse euch mit diesem schönen Anblick.